das denn? Wo war das denn jetzt nochmal? Ja, auf jeden Fall, dass ich 1250 Pokale habe. Da habe ich dann nochmal 450 Mopeds für bekommen. Und wir starten jetzt einfach mal durch hier, würde ich sagen, und gucken uns an, was so abgeht. Ich habe mir da mittlerweile überlegt, ich mache das jetzt mehr oder weniger auf Sicherheit und suche mir Rathäuser, die draußen stehen, weil das ist eigentlich am sichersten. Alles andere ist in dieser Region für mich schon wieder ziemlich hart, auch wenn ich jetzt da ein paar mehr Truppen habe, aber da gibt es meistens dann doch noch auf den Sack. Ich habe auch schon ein paar Mal jetzt wieder ein paar Pokale verloren, weil ich die Gegner unterschätzt habe, aber naja, das sollte schon passen. Ich denke mal, wenn wir jetzt noch ein bisschen hier auf Sicherheit machen, dann sollte das schon irgendwie klappen. Jetzt ist bestimmt da eine Falle. Reicht das denn? Na ne, da ist auch die Klamburg, das lassen wir noch. Ich gehe jetzt wirklich komplett auf Nummer sicher. Und dann will ich auf jeden Fall schauen, dass ich da noch ein paar Pokale mir ergaunern kann. Ich wollte auf jeden Fall ganz gerne so. Jetzt habe ich ja 1300. Ich wollte mal gucken, ob ich es noch bis Gold schaffe bis heute Abend. Das wird sich dann zeigen. Wir können auch gleich uns mal den Zwischenstand angucken, wie es aussieht. Da müssten wir eigentlich noch ganz knapp in Führung liegen. War zumindest gestern so. Wo ist denn? Da ist es. Guck, so mag ich das doch. Hier, 1, 2, 3, 4, 5 und dann abfällig. Gucken, lohnt sich das in der Zwischenzeit. Dann habe ich in der Zwischenzeit schon mal irgendwo, habe ich dann bei Gelegenheit mal noch ein paar Lager ange beziehungsweise ein paar Elixierbohrer angegriffen, um ein bisschen Elixier wieder reinzubekommen, weil ich gebe ja auch jedes Mal was aus für die Angriffe, aber hier lohnt sich das jetzt nicht. Hier steht nämlich direkt der Magierturm daneben, dann gehen die sofort, kriegen sie sofort auf den Sack und dann lohnt sich das dann nicht, die einzusetzen. Aber wir können ja mal gucken, dass wir hier das Rathaus auf jeden Fall gleich fertig haben. Ich mache mal noch fünf Leute dabei, dann dauert es nicht ganz so lange. Und wenn wir das haben, dann geben wir auch sofort auf und gehen zum nächsten über. Dann ist es ja nicht ganz so effektiv, ich weiß, aber im Endeffekt hat es das geringste Risiko. Und naja, wer in der Schule ein bisschen aufgepasst hat, mit wenig Risiko kann man natürlich auch nicht viel Gewinn erzielen. Aber gut, das müssen wir jetzt halt in Kauf nehmen. Ich habe keinen Bock, weil der Verlust ist dann doch wieder relativ hoch, wenn man es verbockt. Wenn ich nämlich jetzt ein Dinges verliere, wo ich, sagen wir mal, 30 Pokale wieder aufgeben muss, oder weil ich 30 Pokale quasi verliere, dann ist das natürlich schon ein herber Verlust, weil ich dafür 4 bis 5 Angriffe machen muss mit den sicheren Rathäusern. Oder natürlich halt einen gescheiten, aber das schaffe ich halt nicht. So, zum Beispiel wie hier. Könnte ich natürlich jetzt angreifen, könnte, hätte die Chance auf 31 Pokale, aber hier schaffe ich weder wahrscheinlich das Rathaus noch 35, noch 50%. Und von daher werde ich das auf jeden Fall mal so nicht probieren, sondern weiterhin hier schön auf Sicherheit gehen und mir ein paar neue Base-Designs suchen, wo das Rathaus auf jeden Fall irgendwo am Rand rumpimmelt. Dann kann ich da nämlich ganz gechillt mal eben mit ein paar Bogenschützen das Rathaus wegmachen und mich so nach oben schlawenzeln hier mit den Pokalen. Gucken wir mal, was jetzt hier noch so ansteht. Da steht es mittendrin. Oh, und wir sind out of sync. Und ihr seht vielleicht, ich bin auf Englisch. Weil ich eventuell mir gedacht hätte, jetzt ist es quasi gerade 10:16 Uhr. Ich weiß auch nicht, letztes Mal haben alle nicht verstanden, dass die Uhrzeit nicht stimmt. Natürlich stimmt die Uhrzeit nicht, weil da haben alle gefragt, wie, es ist doch gar nicht 17:58 Uhr. Natürlich war es in dem Moment, wo ihr das Video seht, nicht 17:58 Uhr, weil ich das vorher aufnehme, dann rendere und dann hochlade und dann ist natürlich eine komplett andere Uhrzeit. Und ich habe das Video zwar um 17 Uhr freigeschaltet, aber ich habe es ja den Abend, um 14 Uhr habe ich es freigeschaltet, aber ich habe es ja den Abend davor um 17:58 Uhr angefangen aufzunehmen. Das ist halt also ein bisschen logisch denken, dann merkt man das auch. Ist ja logisch, dass ich nicht um Live-Video hochladen kann. Ich meine, es war ja kein Stream, es war ja nur ein Video. Aber gut, für diejenigen, die es noch nicht verstanden hatten, war das jetzt halt nochmal zur Erklärung. Und für diejenigen, die mich nachher wieder beleidigen, wie schlecht ich doch angreife. Tut mir leid, ist halt so, juckt mich aber auch nicht. Ja, besseres zu tun, als mich hier 100 Jahre damit auseinanderzusetzen, dass ich auch richtig angreife. Ja, und bloß keinen Fehler mache und bloß nicht 5 Bogenschützen verliere. Wie kann ich nur? Ich habe nämlich eigentlich da mich gar nicht so groß mit beschäftigt, muss ich sagen. Und ich habe, okay, ich habe den einen Minenwerfer übersehen. Okay, Schande auf mein Haupt, aber naja. Passiert schon mal. Wenn sonst keine anderen Sorgen hat, dann kann man sich auch darüber aufregen. Das ist wohl richtig, aber egal.
So, jetzt müssen wir mal schauen, was hier noch so abgeht. Ein, zwei Angriffe wollte ich auf jeden Fall noch machen, bevor wir uns mal den Zwischenstand angucken. Wir haben jetzt herausgefunden, dass er sich irgendwie anders berechnet und nicht, wie wir dachten, einfach aus der Zusammensetzung der Pokale. Aber das ist eigentlich auch logisch, weil hätte uns auch auffallen müssen. Wir haben nämlich 50 Mitglieder im Clan und sagen wir mal durchschnittlich 1000 Pokale. Das heißt, sie hätten insgesamt 50.000 Pokale haben müssen im Clan, hatten aber nur 12.000 oder so. Und hätte uns schon auffallen können, dass das nicht passt. Aber irgendwie haben wir da auch nicht drauf geachtet. Aber ist ja im Endeffekt auch wurscht, wie sich das berechnet. Auch wenn der Clan The Return man natürlich gerne sich jetzt noch ein paar Leute ercheatet hat, ein paar starke Spieler für die ersten Plätze ganz oben. Wir gucken mal, ob wir nicht vielleicht trotzdem eine Chance haben. Wir haben das halbwegs ehrlich gemacht und naja. Wir wollen dann auch, wenn ehrlich, gewinnen. So, schaffen wir den hier. Da sind natürlich jetzt wieder der Minenwerfer, die Klamburg. Na, das geht in die Box. Da kommt nämlich bestimmt was aus der Klamburg rausgepillert. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich meine, okay, klar, ich hätte da jetzt dann trotzdem 100 Truppen einsetzen können. Dann hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Aber vielleicht hätte ich das wirklich mal machen sollen, damit ich jetzt nicht hier so lange rumsuchen muss. Das wäre natürlich gar nicht mal so blöd gewesen. Aber okay. Wir warten einfach noch mal ganz kurz ab, dass wir den nächsten dann haben. Guck, und hier hat sich doch schon ausgezahlt, dass wir warten. 1, 2, 4, 7, 8, 10. Und dann kann es da auch direkt losgehen. So. Hier sind natürlich jetzt die Lager schön voll, aber die bringen mir so nichts, weil ich da nicht dran komme. Die Magiertürme sind allerdings gerade im Ausbau, oder was? Das ist gut. Dann könnte ich doch mal versuchen. Hier mal ein bisschen mehr. Hier, komm, hier machen wir jetzt einfach mal. Hier setzen wir jetzt einfach mal ein bisschen Action und machen mal ein Battle und gucken, dass wir hier vielleicht ein bisschen was gerissen kriegen. Machen wir hier einen Mauerbrecher noch hin. Und hoffe, dass wir hier irgendwie eine kleine Attacke noch starten können. Okay, da sind natürlich jetzt die Teslas noch. Müssen das also ein bisschen aufteilen, dass hier die Minenwerfer auf jeden Fall nicht so eine große Fläche haben. Und dann wollen wir hier mal gucken, dass wir noch was hinkriegen, ob wir die Kanonen hier noch wegkriegen. Ah, das ist natürlich Kacke mit dem Minenwerfer, aber der hat jetzt, da schießt er erstmal ins Leere. Mal gucken, 45%, 47%, 49. Ah, fuck, das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich jetzt bitter, 49%. 8 Pokale, aber okay. Muss man doch mal hinnehmen, wenn es ein bisschen in die Hose geht. Was war das wieder? Ein schlechter Angriff. Du bist so schlecht. Warum spielst du Clash of Clans? Hör bitte auf damit. Du bist so schlecht. Du bist so scheiße. Aber okay, muss ich mit leben. Passiert schon mal. Immerhin 49%. Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass wir überhaupt so hoch kommen. Machen wir eben noch ein paar Truppen. Und gucken uns dann mal den Zwischenstand an. So. Also, bei uns haben wir mittlerweile 15.920. Das ist ein Plus von 5.700. Und dann gehen wir mal nach The Return. Die müssten dann 20.400 haben, damit die vor uns liegen. Gott im Himmel. So, ach, jetzt haben die den Yogi aufgenommen. Ah, das ist der neue, klar. 15.773, ist das denn der Clan? Sieht nicht so aus, ne? 49 von 50. Die haben 17.998, das müssten es aber sein, ne? Mobile Fanboy, ja. 17.998. Das heißt, die sind bei einem Plus von 3.200. Also liegen wir noch vorne, Jungs. Wir führen auf jeden Fall noch. Jetzt, wenn ihr das seht, ist natürlich schon wieder 17 Uhr irgendwas. Auch wenn bei mir jetzt schon hier 10 Uhr steht. Passiert halt mal, obwohl ihr seht das gar nicht. Ich habe da jetzt was drüber gelegt. Damit die Verwirrung nicht mehr entsteht. Okay, auch wenn die sich jetzt halt hier natürlich hier die hohen Pokalleute noch eingeladen haben für die obersten Ligen. Sollen sie das machen, wir gewinnen trotzdem. Auch wenn die Jungs hier cheaten. Ich weiß nicht, eigentlich war es ja nicht in den Regeln, aber irgendwie wurden die dann geändert, glaube ich.
Von daher soll mir das egal sein, aber ich denke mal, wir führen trotzdem noch ganz ordentlich. Und von daher würde ich sagen, danke fürs Zugucken, gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr für die ehrlichen Sieger, also für uns seid. Dann bis zum nächsten Mal und tschüssi.